Wir hoffen, euch gefällt unser folgendes Top 5 Filmranking. Bitte schreibt uns euren Favoriten in den Kommentaren und abonniert unseren Kanal, um nie wieder einen guten Film zu verpassen. Entschuldigung, ich bräuchte ein Schmerzmittel. Wer sind Sie denn überhaupt? Das ist der Roden. Ach so. Bauchspeicheldrüse. Magen-Darm. Bei uns sind in guten Händen. Der Beste. Kannst du nicht schlafen? Ich wollte doch lesen. Vor meiner ersten Chemo habe ich auch total Angst gehabt. Was liest denn du da? Physik. Super. Ich wollte nur mein Ei abholen. Wir suchen uns das Ei auch selber raus. Sie kommen hier erst rein, wenn Sie auf der Bahre liegen. Immer schön nach unten ziehen. Mann, du hast ganz schön was auf den Sack gekriegt, oder? Tumor ist, wenn man trotzdem lacht. Sommer 1986. Die Hitze war unerträglich. An diesem Tag war das Böse unter uns. Wir haben Wochen gebraucht, um sie zu finden. Der Täter wurde nie gefunden. Dann geriet alles ins Vergessen. Die Sommerhitze liegt wie eine Glasglocke über uns. Wir verkriechen uns in unsere Einfamilienhäuser. Aber hinter den Türen zerbrechen wir Stück für Stück, bis wir nur noch Gespenster sind. Dann passiert es wieder. An derselben Stelle. Keiner weiß warum. Die Vergangenheit holt uns ein. Die Verzweiflung bringt uns um. Alle. Wir verrennen uns, drehen uns im Kreis, verlieren uns selbst. Es gibt keine Antworten. Es bleibt nur das Schweigen. Diesmal darf er nicht entkommen. Wie ist das Böse in die Welt gekommen? Gott selbst hat es erschaffen. Ein guter Mensch bringt Gutes hervor. Aus seinem guten Schatz des Herzens. Und ein böser Mensch bringt Böses hervor. Aus seinem bösen Schatz. Tamara!
hat mit dem Blut seiner Opfer gemalt. Es kam gerade in Nachrichten. Sie haben ihn. Sie haben das Schwein gefangen. Hältst du dich für einen guten Menschen? Du bist gut, ich bin böse. Das ist die Rollenverteilung. Du wirst in der Hölle schmoren. Die härteste Prüfung steht dir noch bevor. Ich werde dich prüfen. Hinter mir! Ihr habt nichts gemacht. Nichts! Das Böse ist ein Virus. Absolut ansteckend, absolut vernichtend. Du bist schon infiziert. Ich wollte schon immer ein Superheld sein. Aber wenn ich gewusst hätte, wie all das ausgehen wird, wäre ich ein Niemand geblieben. Einbruch beim Bundesnachrichtendienst. Bekannte Hackergruppe Clay bekannte sich zu der Tat. BND galt bisher als nicht hackbar. Das konfrontiert den BND mit dem womöglich größten Skandal seiner Geschichte. Aber ich bin kein Niemand mehr. Ich bin einer der meistgesuchten Hacker der Welt. Das war nicht immer so. Paradise Pizza. Ich war ein Nichts, bis ich Max traf. Warum bist du hier? Computerkram. Halt schon was vor. Du kannst Maschinensprache lesen. Das war die Geburtsstunde von etwas Großem. Unsere erste gemeinsame Aktion war ein kleiner Gruß an die Pharmaindustrie. Wir brauchen Namen. Wir müssen groß werden. Wie wär's denn mit Clay? Wir hackten alles, was wir in die Finger bekamen. Superhelden brauchen ein Superheldenauto. Die Jungs sind wie Windows. Das dauert, bis sie hochfahren. Je dreister wir waren, desto mehr konnten wir erreichen. Aber im Netz ist man nie allein. Sie nennen sich Friends. Sie waren unsere größte Konkurrenz. Nach neuestem Ermittlungsstand scheint mindestens einer der Friends aus Berlin zu operieren. Den Wichser machen wir fertig. Jetzt machen wir eine Aktion, die alles stoppt. Der BND. Heute früh wurde die Leiche eines Hackers aufgefunden. Neben der Leiche wurde das entwendete Datenmaterial des BND-Hacks gefunden. Hast du irgendwelche Daten mitgehen lassen? Ich hab's den Friends geschickt. Friends ist Teil der Russian Cyber-Mafia. Was? Ich wollte euch beweisen! Wir sprechen hier von organisiertem Verbrechen. Jetzt glauben alle da draußen, dass wir das waren. Sie wissen, wer ich bin. Who am I? Kein System ist sicher. Sicherheit. Alle wollen Sicherheit. Ab 25. September im Kino. Versuchspersonen gesucht. Meine Herren, erstmal danke ich Ihnen allen, dass Sie sich für dieses Experiment zur Verfügung gestellt haben. Sie sind mutige Männer. Die kommenden zwei Wochen werden für Sie eine neue Erfahrung. Ha, die Hände auf den Rücken, Beine breit. Pretty good. 86, 21, 74, 94, 15, 82, 38, 77, 69. Reich. Wegtreten. Sie werden Druck ausüben und ertragen müssen. Bist du eine Schwuchtel, 82? Nein, Herr Strafvollzugsbeamter. Unterschätzen Sie das nicht. Phase 3, Gefangene gegen Gefangene. Du putschst es hier absichtlich auf. Leck mich am Arsch, du Wichser. Einige von Ihnen werden zwei Wochen auf wesentliche Grundrechte verzichten. Ich hoffe, hier hat niemand ein Problem mit engen Räumen. Nein, Herr Strafvollzugsbeamter. Na, dann ist ja gut. Ihre Sicherheit steht für uns an oberster Stelle. Ja, hat dir schon mal jemand gesagt, dass du stinkst, Mann? Wer in irgendeiner Form Gewalt anwendet, für den ist der Versuch sofort beendet. Na komm, schlag zu, du Mädchen. Schlag zu und du bist raus. Ist das klar?
Ja, ja, Herr Strafvollzugsbeamter. Gut, dann lassen Sie uns anfangen. Das Experiment. Seid ihr mit unserer Liste einverstanden? Bitte lasst es uns in den Kommentaren wissen und für weitere Top 5 Filmvideos vergesst nicht, Community TV zu abonnieren.